Willkommen zurück zur Einführung in die Korpuslinguistik, heute mit der ersten Sitzung zum Thema das datengeleitete Paradigma. Wir haben ja bislang vor allem mit den großen vorgefertigten Korpora gearbeitet. Wir werden im weiteren Verlauf des Kurses dann auch mit eigenen Korpora arbeiten. Und bei diesen eigenen Korpora, die dann typischerweise kleiner sind, bietet sich insbesondere das datengeleitete Paradigma an. Insofern ist diese Sitzung hier eine Art Überleitung zu dem, was dann noch kommt. Und zwar möchte ich Ihnen zunächst eine wichtige Unterscheidung aus der Korpuslinguistik näher bringen, die zwischen Corpus-Based und Corpus-Driven. Nehmen wir mal dieses Szenario. Wir haben unsere linguistischen Forschungsfragen, zum Beispiel in der Grammatikforschung oder ähnliches, und wir nutzen hier Corpora und Corpus-analytische Methoden einfach als Hilfsmittel. Das heißt, wir formulieren Hypothesen auf Grundlage der Theorie, die wir lesen, und wir möchten dann diese Theorie überprüfen und gegebenenfalls möchten wir die Theorie auch ausdifferenzieren anhand von Korpusdaten. Damit das klar wird, was ich meine, hier mal ein Beispiel. Weil mit Verb-Zweitstellung, ein Thema, was wir jetzt schon im Studium vielfach besprochen haben. Und wir kennen ja die Theorie, dass ein Beisatz mit Verb-Zweitstellung eine epistemische oder auch eine sprechaktbezogene Lesart erhält. Hier wäre ein Beispiel aus dem Lehrbuch. Er ist betrunken, weil er torkelt so. Hier ist ja, das hatten wir besprochen, das Torkeln nicht wirklich die Ursache für das Betrunkensein, sondern vielmehr ist das Torkeln ein Grund für die Annahme des Betrunkenseins und das meinen wir mit einer epistemischen Lesart. So, und jetzt können wir sozusagen unsere Korpora als Zettelkästen oder als Belegsammlungen nutzen. Wir hatten das ja ausprobiert mit der Datenbank gesprochenes Deutsch. Wir können das genauso gut auch mal ausprobieren mit den Webkorpora von DBDS. Das heißt, wir suchen nach einer bestimmten Formulierung, weil Personalpronomen und dann ein Verb, ein Vollverb, dann finden wir, sagen wir mal, 500 Belege und damit können wir dann weiterarbeiten. So, aber eben, um so forschen zu können, müssen wir ja schon wissen, wonach wir suchen. Wir müssen schon mit unserer Hypothese an das Korpus herantreten und Corpus Driven versucht das nun genau umzudrehen. Das heißt, wir begreifen Corpora als Repräsentationen von Diskursen bzw. von Diskursausschnitten. Und wir nehmen an, dass es da irgendwelche Musterhaftigkeiten geben wird. Wir wissen aber noch nicht welche. Und wir versuchen jetzt den Computer sozusagen einzuspannen, uns überhaupt erstmal auf diese Muster aufmerksam zu machen. Mustererkennende Verfahren, so nennt man das dann auch. Teubert hat das mal so formuliert: Why corpus linguistic may make use of the categories of traditional linguistics, it does not take them for granted. It is the discourse itself and not a language external taxonomy of linguistic entities, which will have to provide the categories and classifications that are needed to answer a given research question. This is the corpus-driven approach. Ja, also wir machen uns jetzt gar nicht so sehr Begrifflichkeiten und Theoreme aus der etablierten Linguistik zu eigen, sondern versuchen erstmal möglichst unvoreingenommen auf die Korpusdaten zu blicken. Und wir machen das, um erstmal Hypothesen zu generieren. Und wir tun das, indem wir manuelle Lektüre erstmal ausklammern, sondern wir lassen den Computer sozusagen für uns lesen. Wir klammern auch sowas wie Textgrenzen zunächst mal aus. Also all das, was wir normalerweise heranziehen, wenn wir uns manuell lesend Texten nähern, das versuchen wir mal sozusagen erstmal beiseite zu schieben, hinten anzustellen und wir zählen einfach erstmal nach verschiedenen Methoden. Das meint, wie gesagt, Corpus-Driven und merken Sie sich, das ist das Entscheidende. Es geht um die Generierung von Hypothesen und nicht so sehr die Prüfung von Hypothesen. So, und wir haben also diese datengeleiteten Verfahren, die nicht theoriegeleitet sind, sondern von den Daten ausgehen. Und wir möchten Musterhaftigkeiten, die wir in Corpora vermuten, explorieren. Und wenn wir dann diese Musterhaftigkeiten haben, dann müssen wir auf Grundlage dieser Befunde jetzt erstmal Hypothesen generieren. Und wir können dann nochmal zum Corpus zurückkehren und uns einzelne Belege anschauen und dann wirklich im Detail gucken, wie verhält es sich denn mit dieser und jener Beobachtung im Detail. Natürlich ist das eine Idealisierung.
Wir können eigentlich eine wirklich komplett unvoreingenommene Analyse nicht wirklich leisten, denn allein schon dadurch, dass wir uns für ein bestimmtes Korpus entscheiden, das zusammenstellen, manche Dinge einschließen, andere Dinge ausschließen, da gehen natürlich doch schon immer auf eine Art Hypothesen mit ein. Aber trotzdem, man versucht sozusagen die eigenen Erwartungen an das Korpus erstmal auf ein Minimum zurückzuschrauben. So, und wir haben nun verschiedene Methoden, wie wir in der datengeleiteten Corpus-Driven Linguistics vorgehen können. Und ich möchte Ihnen drei im Folgenden vorstellen. Sie kennen die auch schon zum Teil aus der Einführungsvorlesung. Und wir haben ja verschiedene Dinge auch schon hier im Kurs ausprobiert. Das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte, sind Keywords. Keywords ist eine Methode, um Korpora miteinander zu vergleichen. Das heißt, wir haben ein Untersuchungskorpus, auch Target-Korpus genannt, und wir möchten das mit einem Referenzkorpus kontrastieren, um dann die Frequenzlisten miteinander zu verrechnen. Das tun wir, indem wir dann statistisch auffällige, signifikant häufige Lexeme zum Beispiel herausstellen können, die typisch sind für unser Untersuchungskorpus im Vergleich zum Referenzkorpus. Allerdings ist die statistische Signifikanz nur eine Möglichkeit. Man kann genauso gut nach Effektstärke berechnen. Ich gehe hier nicht so sehr in die Details rein, das ist Statistik, aber ich werde Ihnen nachher noch ein bisschen den Unterschied zeigen, wie sich Signifikanz- und Effektstärkenbasierte Berechnungen dann unterscheiden. Signifikanz, das hatten wir ja schon mal kurz angedeutet, da geht es um ein Verhältnis von beobachteten und erwarteten Werten. Es geht bei Signifikanz um sowas wie Überzufälligkeit. Das heißt, wenn wir Korpus und Referenzkorpus einfach durchschütteln würden und alle Unterschiede durchmischen würden, dann hätten wir sozusagen wirklich eine gleichmäßige Verteilung. Und eine Abweichung von dieser gleichmäßigen Verteilung ist das, was wir tatsächlich beobachten und wie groß diese Abweichung von einer hypothetischen Zufallsverteilung ist. Daraus berechnen sich dann die Signifikanz, also in aller Kürze. Und wir können diese Null-Hypothese aufstellen, wie es in der Statistik heißt, die sagen würde, es gibt keinen Frequenzunterschied, die Korpora sind identisch, was die Wortverteilung anbelangt. Aber normalerweise würden wir davon ausgehen, dass sich Korpora, zum Beispiel Wahlprogramme unterschiedlicher Parteien, ja sehr wohl unterscheiden. Ja? Und deswegen gucken wir, bei welchen Lexemen wir diese Nullhypothese mit besonders hoher Wahrscheinlichkeit verwerfen können. So wäre ganz kurz gesagt Signifikanz. Wir können dann auch einen P-Wert daraus berechnen. Das finden Sie ja häufig in statistischen Analysen. Der sagt, genau genommen gibt uns der P-Wert an die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Nullhypothese zu Unrecht verworfen haben. Und häufig steht dann sowas wie p kleiner 0,01. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns geirrt haben, als wir die Nullhypothese verworfen haben, beträgt nur 1%. Also können wir ganz grob gesagt sagen, zu 99%iger Wahrscheinlichkeit hatten wir recht, als wir die Nullhypothese verworfen haben. Das ist nicht, statistisch nicht ganz sauber, aber so kann man sich's, denke ich, ganz gut vorstellen. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel klar machen. Sie hatten ja die Gelegenheit, schon mal zu schauen bei CQP Web oder werden Sie noch haben, welche Partei denn am häufigsten von Ideologien spricht oder welche Parteien am häufigsten das Adjektiv ideologisch verwendet. Wir können also suchen nach Ideolog und suchen auch, ignorieren auch Groß- und Kleinschreibung und wir sind hier in dem Korpus Plenarprotokolle der 19. Wahlperiode, was da auf SQL hochgeladen ist. Jetzt haben wir hier so eine Liste mit Zahlen, eine sogenannte Kontingenztabelle. Und ich möchte das nicht ganz im Detail durchgehen, aber erstmal, das hier sind die Beobachteten, also das, was wir wirklich beobachten können. Wir sehen, 540 Treffer entfallen auf die AfD, die insgesamt 1,5 Millionen Wörter im Korpus hat. Die restlichen 581 Treffer von insgesamt 1.121 entfallen auf die anderen Parteien, wie gesagt, und die geben aber 10 Millionen
Wörter rein. Ja? Also wir haben fast identische absolute Häufigkeiten. Wenn wir aber die Korpusgrößen hier mal mit einberechnen, dann sehen wir hier, dass wir hier ganz andere relative Häufigkeiten haben. Ja? Also wenn wir jetzt hier relative Häufigkeiten rechnen würden, würde hier eine viel größere Zahl stehen als hier. So, das sind die beobachteten Werte. Jetzt gehen wir nochmal davon aus, wir würden das jetzt durchschütteln. Also wie eine große Schachtel mit Gummibärchen, die schütteln wir so lange, bis es wirklich gleich verteilt ist. Dann würden wir diese Verteilung hier finden. Dann müssten wir finden, dass nur 144 Belege auf die AfD entfallen und 976 auf den Rest, damit wir auch wieder insgesamt auf diese Trefferanzahl hier kommen. Ja, das heißt, wir hätten dann hier so ungefähr, also das ist ja ungefähr ein bisschen mehr als ein Zehntel, wenn wir mal anschauen, wie viel hat die AfD Anteil an der Gesamtkorpusgröße. Ungefähr ein Zehntel, ein bisschen mehr als ein Zehntel und deswegen auch ein bisschen mehr als ein Zehntel dieser Gesamttreffer von Ideolog müssten dann auf die AfD entfallen. So, na, also hier haben wir jetzt die beobachteten Werte und die erwarteten Werte und wir können jetzt diese Unterscheidung hier, ne? Diesen Frequenzunterschied und auch hier, den geben wir ein in so eine Signifikanzberechnung. Da gibt es Formeln und dann bekommen wir eben einen Signifikanzwert raus. Also so, damit Sie einmal im Hintergrund die Statistik gesehen haben, was da abläuft bei Keyword-Berechnungen. Wir nutzen, wenn wir signifikanzbasierte Keyword-Analysen machen, häufig die Formel Log-Likelihood-Ratio. Wenn wir das machen, dann finden wir, dass Funktionswörter, also Wörter, die insgesamt sehr, sehr häufig vorkommen im Korpus, auch einen sehr hohen Log-Likelihood-Ratio-Wert haben werden. Das können Sie dann sehen, wenn Sie später mal ausprobieren. Das ist interessant. Funktionswörter sind interessant, ne? Wenn eine Partei zum Beispiel ganz häufig das Wörtchen wenn verwendet, dann kann das ja interessant sein, ne? Dass sie zum Beispiel typischerweise solche Formulierungen verwendet wie wenn die Wirtschaft gestärkt werden soll, dann oder sie redet viel in hypothetischen Szenarien, ja? Und das kann ja möglicherweise ein interessanter Befund sein. Wir können aber auch mit statistischer Effektstärke berechnen, zum Beispiel wenn wir einfach die Ratio, also den Quotient der relativen Häufigkeiten ziehen. Das macht zum Beispiel die Sketch Engine, die auch Keyword-Tool eingebaut hat. Da ist es dann so, dass eher niedrigfrequente Keywords ausgegeben werden, die dann aber sehr korpusspezifisch sind, die sich also fast ausschließlich zum Beispiel bei einer Partei finden. Wir können nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, also signifikanzbasiert oder effektstärkenbasiert. Das sind einfach zwei unterschiedliche Methoden, die unterschiedliche Ergebnisse kriegen, die auch unterschiedliche Fragen beantworten. Und das ist einfach eine Frage des Ausprobierens und eine Frage, wofür man sich eigentlich im Konkreten interessiert. Ja? Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber das wird sich hoffentlich dann im weiteren Verlauf noch klären. So, die nächste datengeleitete Methode ist Kollokationsanalysen. Das haben wir schon besprochen. Kokurrenzanalysen wird das auch genannt bei COSMOS, beruhend auf der berühmten distributionellen Hypothese von Firth, die sich so die so lautet: You shall know a word by the company it keeps. Wir hatten das ja ausprobiert bei Köter, ne, in Sketch Engine. Da sollten Sie ja das Wortprofil sich anschauen, also eine Kokurrenzanalyse, aber schon sortiert nach syntaktischen Kriterien. Und wir hatten ja gesehen, dass Köter vor allem mit negativ bewertenden Adjektiven kombiniert wird, sowas wie räudiger, stinkender, kläffender Köter und so weiter. Bei Hund hingegen eher sowas wie zahm, süß, niedlich und so weiter. Ja? Und wenn wir also wissen wollen, was bedeutet eigentlich Köter im Gegensatz zu Hund, dann ist es sehr sinnvoll, sich einfach die Wörter anzuschauen, die im Kontext vorkommen. Ja? Insofern ist die Bedeutung von Köter sehr gut bestimmbar durch diese Kollokation. Und Ebert schlägt diese ganz allgemeine Definition vor,
collocation as a combination of two words that exhibit a tendency to occur near each other in natural language, that is, to co-occur. Kommen gemeinsam vor, und das meint ja auch die Ko-Okkurrenz-Analyse, gemeinsames Vorkommen. Wenn wir uns nochmal an die Keyword-Analysen erinnern, dann können wir sagen, Kollokationsanalysen sind eigentlich statistisch gesehen genau das Gleiche. Auch hier machen wir so eine Kontingenztabelle, dass wir verrechnen die beobachteten Werte und die erwarteten Werte. Wir haben bei der Keyword-Analyse zwei verschiedene Corpora, zum Beispiel zwei verschiedene Wahlprogramme miteinander kontrastiert. Und jetzt gehen wir so vor, dass wir ein Fenster bilden, ein sogenanntes Fenster. Das heißt, wir ziehen all die Wörter raus, die in einem Abstand von, sagen wir mal, 5 Wörtern rechts und links von unserem Suchausdruck vorkommen. Ja, also wir suchen alle Sätze raus, wo das Wort Köter vorkommt, nehmen jeweils rechts und links ein bisschen Kontext dazu und dann ist das unser Untersuchungskorpus und der ganze Rest ist unser Referenzkorpus. Und dann machen wir eine Keyword-Analyse und dann kriegen wir eine Liste mit Kollokaten, die nichts anderes sind statistisch als Keywords für dieses Fenster. Ja? Wir können nun so vorgehen, dass wir ohne lexikalische Spezifikation mal alle Kollokationen im Korpus auszählen. Da brauchen wir besondere Tools, aber da kann man zumindest hier mal die Kookurrenz sich gut verdeutlichen. Nehmen wir sowas wie Gürtel enger schnallen, das kommt recht häufig vor in Plenarprotokollen. Und zwar können wir sehen, wenn das Wort Gürtel in politischen Reden ist eher selten von Gürteln die Rede. Aber wenn von Gürteln die Rede ist, dann eigentlich fast immer in Kombination mit den Wörtern eng. Und auch schnallen. Probieren Sie es aus, rufen Sie einfach mal bei CQP Web das Bundestagsprotokollkorpus auf, geben mal Gürtel ein, dann werden Sie sehen, dass die paar Belege, die es gibt, da ist fast immer schnallen und eng mit dabei. Ja? Und deswegen ist das eine Kollokation. Und wir können eben jetzt auch hergehen und können uns alle Belege mal für ideologisch zum Beispiel ausgeben lassen, können dann da Kollokationsanalysen machen. Probieren Sie es gerne aus. Schließlich als letzte datengeleitete Methode N-Gramme. N-Gramme haben wir bislang noch nicht besprochen, aber Sie kennen es hoffentlich noch aus der Einführungsvorlesung. N-Gramme ist ganz simpel definiert. Es sind Kombinationen von N-Einheiten. N ist einfach ein Platzhalter für eine beliebige Zahl. Und es gibt verschiedene Einheiten, mit denen wir rechnen können. Wir können Buchstaben-N-Gramme, Wörter-N-Gramme, Lemma-N-Gramme, aber auch Part-of-Speech-Tag-N-Gramme, alles ist möglich. Aber wir arbeiten jetzt mal mit Trigrammen und wir arbeiten auf Wortebene. Und wir können eine ganz simple Methode einfach anwenden. Wir zählen einfach die häufigsten aus. Die häufigsten Wort-N-Gramme und da gibt es schöne Tools, die das für uns machen. Das ist zu empfehlen, weil es gegenüber Einzellexemen inhaltlich aussagekräftiger ist. Wir können natürlich auch einfach eine Wortliste uns erstellen, das einfach die häufigsten Wörter auszählen. Da haben wir aber ein Problem, nämlich in fast allen Texten ist das häufigste Wort und der, die und so weiter. Also da kommen wir nicht wirklich weiter. Deswegen müssen wir einen anderen Weg finden. Wir können mit Stoppwörtern arbeiten, wie ich Ihnen zeigen werde, aber interessant sind auch immer die N-Gramme. Wir können natürlich auch jetzt das kombinieren. Wir können Keyword-Analysen und N-Gramm-Analysen kombinieren und berechnen dann signifikante N-Gramme im Vergleich zu einem Referenzkorpus. Und wir können auch komplexe N-Gramme bilden, dass wir also Part-of-Speech-N-Gramme haben, aber nur, und auch hier können wir sagen, wir möchten nur bestimmte Part-of-Speech-Tags, also wir lassen alles so, wie es ist, aber Substantive ersetzen wir durch NN, ja, oder Verben ersetzen wir durch VV oder so, ne. Das sind so verschiedene Möglichkeiten, wie man solche Analysen immer noch so ein bisschen abstrakter, schematischer gestalten kann. Mal gucken, ob wir so weit kommen. Wir würden uns erstmal mit
mit N-Grammen einfach so beschäftigen, rein frequenzbasiert. Das war jetzt durchgerauscht ein Einstieg in datengeleitete Methoden. Hier noch Literatur und wir machen jetzt dann gleich weiter mit den Tools. Das erste Tool, was ich Ihnen heute zeigen möchte, sind die sogenannten Voyant Tools oder Voyant Tools oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich glaube, dass es in Kanada zum ersten entwickelt und betrieben wird. See through your text heißt es im Untertitel und das soll das leisten. Das Tool hat den entscheidenden Vorteil, dass es maximal simpel zu bedienen. Naja, nee, es ist nicht wirklich simpel zu bedienen. Man kommt schnell mit wenigen Klicks zu ersten Ergebnissen. Man hat dann auch die Möglichkeit, noch Feinjustierungen zu machen. Dann wird es sehr schnell sehr komplex und es hat auch an vielen Stellen seine Tücken, aber trotzdem, so für einen ersten Einstieg ist es einfach ganz schön, weil man, wie gesagt, sehr schnell zu ersten Ergebnissen kommt. Wir rufen einfach die URL auf voyant-tools.org und jetzt können wir hier verschiedene Dinge machen. Wir können direkt einen Text einfügen, reinschreiben oder auch Copy-Paste. Mit URLs ist es auch möglich, wobei er dann selber sich den Text zieht und es ist sehr fehleranfällig. Ich würde empfehlen, einen Volltext einzufügen oder auch hochzuladen. Wir machen das jetzt mal und zwar gebe ich Ihnen auch die Daten. Stelle ich Ihnen zur Verfügung über Opal und Sie können dann mal hier die Wahlprogramme. Wir nehmen jetzt mal die Wahlprogramme und nehmen diese ganzen Texte hier. Wir öffnen die, wir laden sie hoch. Das dauert jetzt ein bisschen, weil das dann auch noch intern verarbeitet wird. So, da sind wir. Das ist jetzt so dieses Panel, diese Panelübersicht mit verschiedenen Tools, die hier drin sind. Und wir sehen hier bunte Bildchen, schöne Diagramme, Wortwolken und so weiter. Hier so eine Keywords- und Kontextliste, wie wir das auch sonst von Corpus-Tools kennen. Und jetzt schauen Sie mal hier. Wir haben hier, wenn wir mehrere Texte hochladen, hier so eine recht praktische Übersicht. Zum Beispiel, welcher Text ist eigentlich am längsten, welcher ist am kürzesten. Hier geht es um die Wortschatzdichte. Also da wird verrechnet die Zahl der Types mit den Zahl der Tokens. Und dann sehen wir, dass also die bei der AfD am höchsten ist, die Dichte, und bei den Linken hingegen am niedrigsten. Ja, was auch immer der Grund dafür ist. Wir sehen auch hier schon mal die durchschnittliche Wortanzahl, also das, was wir auch schon ausprobiert haben in CQP Web, wird hier automatisch gemacht. Readability, Index und so alle möglichen anderen Kennzahlen. Und hier sind distinktive Worte basierend auf einem Algorithmus, der sich TF-IDF nennt. Auf die Hintergründe kann ich nicht eingehen, aber das sind jetzt Wörter, die sozusagen Keywords, eine Art von Keywords. Was ist also typisch für zum Beispiel die Grünen im Vergleich zu den anderen? Sie reden von Klimakrise. Bei der SPD ist es der Respekt, die Zukunftsmission. Bei der CDU ist es das Modernisierungsjahrzehnt, was sie 19 Mal verwenden. Aber schauen Sie mal hier, sehen wir jetzt schon ein Problem bei diesem Tool. Nämlich Bäuer kommt natürlich nicht vor. In Wirklichkeit kommt vor Bäuer Sternchen innen. Das Sternchen wird aber als eine Token-Grenze erkannt und deswegen funktioniert das dann hier nicht verlässlich. Wir sehen jetzt hier so eine Wortwolke und wir können jetzt mal hier uns nur Deutschland antippen und sehen jetzt hier im Vergleich, welche Partei redet am häufigsten von Deutschland, welche am seltensten, am häufigsten die AfD, am seltensten die Linke. Passt ja irgendwie. Zur international eingestellten Linkspartei versus die national eingestellte AfD. Wir können das auch mal mit Unternehmen machen. Mal gucken, welche Partei redet am häufigsten von Unternehmen. Natürlich die FDP. Na, wir sehen dann hier auch die Texte. Und wir können jetzt mal sowas, Bevölkerung. Okay.
Also immer funktioniert irgendwas nicht. Okay, doch, jetzt sehen wir hier, welche Partei redet am häufigsten von Bevölkerung. Aha, die Linke ist doch interessant. Kann man sich jetzt die Frage stellen, warum eigentlich? So. Wir haben hier ganz, ganz viele Möglichkeiten, noch Details uns anzuschauen. Ich möchte Ihnen hier mal kurz bei der Wortwolke was zeigen. Ich hatte ja gesagt, die häufigsten Wörter in jedem Korpus sind eigentlich immer die, der und so weiter. Jetzt sind die aber gar nicht drin. Also was zeigt eigentlich diese Wortwolke? Hier wird es einsehbar, wenn wir mal die Optionen aufrufen. Hier sind nämlich Stopwords erkannt. Und zwar erkennt er hier, dass es hier sich um einen deutschen Text handelt. Und dann haben wir eine deutsche Stopwortliste. Wir rufen die mal direkt auf und können uns die auch mal anschauen. Also alle Wörter, die jetzt hier drin stehen, die werden automatisch ausgeschlossen aus der Suche. Und jetzt sehen wir sowas wie trotzdem, was ja möglicherweise schade sein könnte. Also nehmen wir mal an, eine Partei würde überdurchschnittlich häufig das Wort trotzdem verwenden. Dann fände ich das eigentlich schon interessant. Und deswegen ist es, auch wenn wir jetzt natürlich hier in dieser Wortwolke sozusagen wirkliche Inhaltswörter haben, wird doch recht viel eigentlich doch ausgeblendet automatisch. Bei literarischen Texten ist es auch so, wenn sowas wie allmählich zum Beispiel, ne, könnte ja interessant sein, wenn das Wort allmählich so häufig vorkommt, weil damit sowas wie zeitliche Entwicklungen zum Ausdruck gebracht werden, es wurde allmählich dunkel oder so ähnlich. Ein Text, der besonders auf solche schleichenden Veränderungen den Fokus setzt, wird häufig das Wort allmählich verwenden und das fällt hier alles unter den Tisch. Also das sind die Tücken dieses Stopwort-Tools. Und dass hier überhaupt Stopwörter zum Einsatz kommen, ist gar nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Ja, das muss man wissen. Und ganz viel bei diesem Tool ist so, hier sind so viele Voreinstellungen drin, die man schon mit ein bisschen Suchen und mit ein bisschen Sachverstand auch noch mal verändern kann, aber vieles entzieht sich auch dem, was wir hier noch beeinflussen können. Also es nimmt uns viel ab, aber macht uns deswegen auch ein bisschen unsouverän im Umgang mit Daten. Ja, aber eben, weil es so praktisch ist, kann man damit schon aufs erste Mal arbeiten. Wir können jetzt auch hier uns mal diese Corpus Terms anschauen. Nehmen wir hier Gesellschaft. Gucken mal, was hier in der Was sind hier typische Kollokate von Gesellschaft, Wirtschaft, Zusammenhalt, Vielfalt und Mitte? Sehen dann hier typische Beispielsätze. Und wir können dann auch hier die Häkchen setzen und sehen dann hier, welche Partei verwendet es am häufigsten, die SPD. Und wir können uns dann auch hier für Gesellschaft hier die Kollokationen anzeigen lassen. Ja, also das ein erster Einblick in die Voyant Tools. Schmeißen Sie gerne einfach mal ein paar Texte rein und klicken sich so ein bisschen durch. Und ich gebe Ihnen auch noch einen Text, wo beschrieben wird, wie man das im Literaturunterricht einsetzen kann. Und das finde ich wirklich eine ganz smarte Idee. Ich gebe Ihnen auch den Text von Goethe, Die Leiden des jungen Werthers, stelle ich Ihnen auch zur Verfügung über Opal. Schmeißen Sie ihn einfach mal rein und probieren ein paar Dinge aus. Ich möchte sagen, wir haben ja hier mit diesem Diagramm über die verschiedenen Texte. Wenn wir nur einen Text reinschmeißen, dann wird der Text in Segmente aufgeteilt. Also was steht eher am Anfang, was steht eher am Ende? Und ein Tipp von mir, suchen Sie mal nach dem Wort Tränen und schauen mal, an welcher Stelle ist eigentlich von Tränen die Rede und wie entwickelt sich dieses Wort im Textverlauf. Daraus können wir schon einen ganz schönen Schluss ziehen, was eigentlich mit der Story von Werther, wie die sich so entwickelt. Und vielleicht haben Sie es ja auch schon mal gelesen, würde ich jedenfalls empfehlen. Also das ist ein erster Einblick in Voyant Tools. Ich möchte Ihnen dazu noch eine Sache kurz zeigen. Und zwar, Sie kennen ja vielleicht das Deutsche Textarchiv. Das ist im DBDS integriert, aber auch nochmal gesondert ansteuerbar. Eine wunderbare, sehr umfangreiche Sammlung historischer Texte. Was sehen wir hier?
1500 Titel ab dem frühen 17. Jahrhundert bis zum frühen 20. Jahrhundert. Und wir suchen jetzt mal hier nach Kafka. Was nehmen wir? Nehmen wir doch mal die Verwandlung. Wir suchen danach und jetzt schauen Sie mal hier. Wir können hier direkt die Voyant Tools aufrufen. Und zwar arbeiten wir mit dem normalisierten Text. Hier dürfte zwar die Orthographie schon modern sein bei älteren Texten. Sie kennen das ja, gibt es das lange S und häufig mit TH und andere Dinge, die anders sind als heute. Dann finden Sie können den Originaltext einspeisen, wenn Sie sich gerade für alte Schreibungen interessieren, für sprachgeschichtliche Fragestellungen zum Beispiel. Aber wir interessieren uns jetzt nur für die Semantik eher und arbeiten jetzt hier mal mit dem normalisierten Text. Und wir können das hier direkt mit einem Klick in die Voyant Tools reinladen. So, und jetzt sehen wir hier diese Auswertung. Jetzt gucken wir mal, was ist grün? Die Schwester. Ne? Also die Schwester hier wird im Verlaufe des Textes wichtiger. Sie ist ja, wenn Sie den Text mal gelesen haben, und Sie müssen ihn in meinen Augen unbedingt mal gelesen haben, die Schwester wird für Gregor Samsa ja immer wichtiger und ist am Ende noch die einzige Bezugsperson, die Gregor noch hat. Und das lässt sich hier vielleicht schon ganz gut ablesen. Ja, also toller Service, dass DTA, dass das direkt mit Voyant Tools verknüpft ist. Das nächste Tool, was ich Ihnen zeigen möchte, ist AntKong. AntKong von Anthony Lawrence. Heißt der Anthony Lawrence? Jetzt bin ich gerade selber überfordert. Lawrence anders, Lawrence Anthony. Anthony ist sein Nachname, genau. Lawrence Anthony arbeitet in Japan an der Waseda University und da der Lawrence Anthony entwickelt seit vielen Jahren nützliche Corpus-Tools und das bekannteste ist AntKong. Die haben immer diese Ameise, die Tools, die er entwickelt. Die gibt es für Windows und für Linux und für Mac. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Und AntKong ist ein sehr einfach zu bedienendes Tool, mit dem Sie eigene Corpora analysieren können. Also ähnliche Voyant-Tools, ist aber ein bisschen präziser ansteuerbar und ich würde mal sagen, für seriöse Korpuslinguistik wahrscheinlich besser geeignet, weil es ein bisschen transparenter ist in dem, was das Tool eigentlich macht. So sieht dann das Tool aus, wenn wir es öffnen und wir haben jetzt hier noch gar nichts drin. Also wir haben hier keine Körper, nach denen wir durchsuchen können. Die müssen wir selber reinladen. So, und das machen wir jetzt mal. Wir haben die Möglichkeit, hier einfach über das Quick Corpus zu gehen. Wir gehen mal hier in die Daten und dann könnten wir das machen. Ich mache das jetzt mal so. Open. Denkt ein bisschen nach. Jetzt hat er das Temp Database hat er jetzt erstellt. Und hier sind unsere Daten. So, wir sehen insgesamt 263.618 Tokens. Und wir fangen mal an mit dem Allersimpelsten, mit einer Wörterliste. Jetzt sehen wir das hier. Ich hatte ja gesagt, und der, die ist in fast allen Corpora das häufigste. Jetzt wird es schon mit wir schon interessanter, dass Wahlprogramme häufig im Modus des wir sprechen, werden und wollen, ist vielleicht auch schon ganz aufschlussreich für diese Textsorte. Wir können jetzt hier mal drauf gehen, wir wollen, und dann sehen wir jetzt hier diese Keyword-in-Kontext-Liste. Hier ist es jetzt sortiert nach den rechtsseitigen Kontexten. Wir vergrößern aber mal hier das auf alle Hits, die wir haben. Und suchen nochmal die Page Size. So, und okay, aber schauen Sie mal. Jetzt hier, wir wollen die, wir wollen das, wir wollen einen, wir wollen unsere.
und so weiter. Genau, also das, hier sehen Sie jetzt hier mögliche Kontexte. Wir können das Ganze auch anders sortieren. Wir können zum Beispiel hier nach File-ID sortieren und dann hier auf so können wir das einstellen. Sort by Value. So. Und jetzt haben wir zuerst die ganzen Treffer für die AfD, jetzt alphabetisch sortiert. Und dann kommen die ganzen Treffer für die CDU auch alphabetisch sortiert. Vorher war es hier nach Frequenz. Dann sehen wir also, was ist die häufigste Formulierung hier bei den Grünen. Wollen wir die, kommt am häufigsten und dann wollen wir einen, wollen wir durch. Ne? Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, so aufs Erste. Aber wir haben die Möglichkeit, hier unsere Korpusreffer nach verschiedensten Kriterien uns zu sortieren. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Kollokationen zu berechnen. Das machen wir auch mal mit wollen. Log Likelihood ist eine gute Einstellung. Und wir rechnen das jetzt durch. Und jetzt sehen wir hier mögliche, die hochsignifikanten Kollokate. Und wir wollen abschaffen, wir wollen stärken, deshalb wollen wir wollen fördern, wollen und sollen. Ne? So kann man sich hier einen Überblick verschaffen. Und wir sehen auch hier, dass das Gute an diesem Tool auch hier wirklich die Zahlen, die in die Berechnung eingehen. Ja? Also was sind, wie sind die Frequenzen, in wie vielen Wahlprogrammen kommt diese Kollokation tatsächlich vor? Ne? Also Freie Demokraten ist eben nur bei der AfD, bei der FDP, Entschuldigung, hingegen sowas wie wir wollen abschaffen, immerhin von vier, in vier von insgesamt sechs Parteien. Wir können das auch mit anderen Wörtern machen, wir gehen mal hier so ein bisschen weiter runter. Die Menschen, ne? Wir gucken jetzt mal hier nach den Kolokaten, ist vielleicht ein bisschen interessanter. Menschen mit Behinderung, ne? Das scheint so eine stehende Formulierung zu sein, die sich tatsächlich bei allen sechs Parteien findet, wie wir hier sehen können. Okay, was können wir noch machen? Wir können Engramme berechnen. So. Das ist das, was dieses Tool sehr gut kann. Dazu müssen wir hier, also wenn wir das jetzt machen, wir bringen das erstmal aus, dann sehen wir jetzt hier Bigramme mit Menschen. Wir können das auch mal auf drei auf Trigramme erhöhen, dann sehen wir jetzt hier Menschen mit Behinderungen, Menschen in Deutschland, Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen mit Pflegebedarf, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Wir sehen, das ist vielleicht so ein Effekt gendersensibler Sprache, vielleicht, ja. Also wir sprechen nicht mehr von Migranten und auch nicht von MigrantInnen, sondern man neutralisiert Menschen mit Migrationsgeschichte. Wobei es auch einen anderen Hintergrund nochmal geben kann, dass man nicht von Migranten spricht, sondern Menschen mit Migrationsgeschichte. Verschiedenste Überlegungen kommen hier mit rein, aber das sind jetzt jedenfalls stehende Formulierungen. So, jetzt haben wir aber gesucht nach Engramm mit der Komponente Menschen. Wenn wir das mal hier rausnehmen und einfach nur nach Trigramm suchen. So, und wir sagen mal, wir möchten, es muss mindestens fünfmal vorkommen und in mindestens zwei Wahlprogrammen. Machen wir einfach mal. So, dann sehen wir jetzt hier die häufigsten Trigramme. Wir wollen die. Wir setzen uns. Lehnen wir ab. Unser Ziel ist, dafür sorgen, dass im Rahmen der Bürgerinnen und Bürger und so weiter. Das ist doch jetzt schon mal ganz interessant. Und das sind also sozusagen wie Formulierungsmuster, immer so immer wiederkehrende Catchphrases, die sehr typisch sind für die Textsorte Wahlprogramm. Und wir sehen, die kommt auch tatsächlich sehr häufig vor. Ja? Lehnen wir ab 87 Mal in 6 von 6 Wahlprogrammen. Genau. Ich möchte Ihnen noch zeigen, dass wir, gehen wir mal hier nochmal auf die Quickliste und suchen mal direkt nach. Oder nehmen wir mal ein Klima. Und zwar mit Sternchen, dann finden wir auch sowas wie Klimaveränderung,
So diese ganzen Komposita. Und jetzt gehen wir her und plotten das Ganze mal. Jetzt sehen wir hier, wie sich das über die Texte in unserem Korpus verteilt. Und wir sehen auch, wo jeweils davon die Rede ist. Ne? Und das ist auch schon mal ganz aufschlussreich. Wir sehen hier bei den Grünen, ist vor allem schon am Anfang, in der, was sind so typischerweise die Präambeln und wo so allgemein, wofür stehen wir Grünen, da wird das Thema Klima verhandelt und kommt dann aber auch später nochmal vor. Bei der Linken ist es anders. Ja? Da ist eine große Ballung hier erst in der Mitte. Also am Anfang ist es auch ein bisschen Thema, aber wird dann erst später aufgegriffen. Nochmals auffälliger bei der FDP, die es am Anfang kaum verwenden. Und dann gibt es hier dieses eine Kapitel, wo es wahrscheinlich um Klimapolitik gibt, zu der sie natürlich auch was sagen müssen. Und bei der AfD kommt es fast gar nicht, nur hier dann am Ende. Wir klicken jetzt mal drauf. Ich hoffe, er stürzt nicht ab. Nee, ja, genau. Jetzt sind wir hier im Kapitel der AfD, wo es um Klima geht. Ja, also so kann man sich sehr gut und bequem in solchen Korpora orientieren. Genau, so und jetzt möchte ich Ihnen noch die Keywords zeigen und dazu müssen wir aber hier andere Vorstellungen, Einstellungen vornehmen. Und zwar, wir öffnen jetzt mal den Korpus, nee, genau, erstmal löschen wir alles wieder raus, Clear All Tools and Files und wir öffnen jetzt den Corpus Manager. So, jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, hier Target und Referenzkorpus zu bestimmen. So, wir hätten jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, mal AfD mit dem ganzen Rest zu vergleichen. Ja, sollen wir das mal machen? Probieren wir einfach mal aus. Also, wir möchten ein Target-Korpus bestimmen und das nennen wir AfD und wir fügen das hinzu. So. Create. Und jetzt machen wir noch einen Referenzkorpus. Das nennen wir mal Wahl. Und hier fügen wir den ganzen Rest hinzu. So. Open, create. So, und jetzt können wir das hier schließen. Return to Main Window. Und jetzt machen wir mal die Keyword-Liste. Log Likelihood ist gut. So. Das sind jetzt Wörter, die die AfD signifikant häufiger verwendet als die anderen Parteien. Jetzt sehen wir mal hier, Deutschen lehnt ab, wahrscheinlich ist das hier. Sie fordern die Abschaffung von allem Möglichen. Es geht um Deutschland, um Deutsche, es geht um ideologisch. Sie erinnern sich, das war bezogen auf die Plenarprotokolle, wo wir vorhin das mal durchgespielt haben mit den Zahlen. Aber wir sehen, dass wir das in Wahlprogrammen genauso finden. Es geht um das Grundgesetz, es geht um Migranten, um Asyl, es geht um Sprache. Ah, ist ja interessant. Gucken wir mal, was die AfD über Sprache zu sagen hat. Sprache als Zentrum unserer Identität. Sprache darf kein Spielball ideologischer Interessen sein. Groteske Verunstaltung der deutschen Sprache, das Gendern, ja, also die üblichen Themen. Schauen uns mal ganz kurz diese Tool-Settings hier an und können hier auf Keywords gehen. Manchmal bekommen Sie vielleicht nur sehr, sehr wenige Keywords. Dann könnten Sie hier in diese Einstellung reingehen und können ein bisschen ein liberaleres Maß sozusagen finden, indem Sie die sogenannte Bonferroni-Korrektur ausschalten. Das machen wir jetzt hier auch mal. Dann ändert sich ein bisschen was. Apply Keywords. Entschuldigung, das muss hier wieder raus. So. Na, dann haben wir jetzt nochmal mehr Keywords, weil
hier die Signifikanzberechnung ein bisschen anders läuft. So, aber hier kommen wir so auch so schon zu ganz guten Ergebnissen. Jetzt schauen wir mal hier, wir sortieren jetzt mal nicht nach Log Likelihood, nach Signifikanz, sondern nach Effektstärke. So, dann und wir müssen wir die ist das so? Nee. War schon richtig. So, jetzt ist es nach Effektstärke sortiert. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, warum das. Ach, wir müssen wahrscheinlich so. Was hat er hier für eine Effektstärke? Genau, wir gehen jetzt mal hier auf Dice. Apply, machen wir mal so. Dann finden wir noch mal ein bisschen eine andere Sortierung. Da muss man einfach, wie gesagt, ein bisschen rumspielen. Nichts ist besser, nichts ist schlechter. Es beantwortet einfach unterschiedliche Fragen. Genau, wir können jetzt dann hergehen und können über den Open Corpus Manager das Ganze umdrehen. Swap with Target. Das heißt, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt das als Referenzkorpus AFD und als Targetkorpus alle anderen. Und jetzt können wir hier nochmal die Keywords machen. Jetzt finden wir Wörter, die die anderen Parteien verwenden und die AfD eher meiden würde. Ja, dann sehen wir sowas wie Menschen brauchen, stärken, unterstützen, Chancen, Menschenrechte. Das sind alles Dinge, von denen die AfD eher weniger redet. Genau. Probieren Sie es gerne aus. Ich gebe Ihnen auf dem Arbeitsblatt ein paar Übungen mit ein paar Suchvorschlägen, wie Sie sich mit diesem Tool vertraut machen können. Und Sie können vielleicht auch schon mal, wenn Sie versuchen wollen, erste eigene Texte mal reinladen. Eine Sache dazu vorweg, das Tool braucht TXT-Dateien. Und wenn Sie auf Windows arbeiten, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie als Encoding UTF-8 haben. Ich kann hier nicht zu sehr in die Details gehen mit Encoding, aber es ist so, dass wie Buchstaben dann in Binärcode übersetzt werden, da gibt es verschiedene maschinenlesbare Alphabete sozusagen und da gibt es verschiedene Encodings, wie das geschehen kann. Das älteste Encoding ist ASCII. Das Problem ist, da gibt es zum Beispiel keine Umlaute. Und deswegen brauchen wir UTF-8, was alle möglichen Zeichen abbilden kann in den unterschiedlichsten Schriftsystemen. Das Problem ist, Windows hat nochmal ein eigenes Encoding, ANSI heißt es, was standardmäßig aktiviert ist. Und Sie sollten sich angewöhnen, immer mit dem Encoding UTF-8 zu arbeiten, sonst zerschießt es Ihnen hier die Umlaute. Aber dann können Sie ja mal eine eigene Hausarbeit mal einlesen und zum Beispiel mal N-Gramme auszählen oder so. Okay, aber eben, Sie können doch sonst einfach mit den Texten arbeiten, die ich Ihnen zur Verfügung stelle. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und sollten Sie Probleme haben, dann schreiben Sie mir gerne, ich helfe dann gerne. Viel Spaß und Erfolg, bis bald, ciao.